Einen wunderschönen guten Tag, Shane TSG TV mein Name und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal über ein ernstes Thema sprechen und zwar das Thema Alkohol. Ich habe um die 20 Jahre Alkohol getrunken, bin aktuell 26 Monate alkoholfrei und ich möchte einfach mal meinen Senf zu der aktuellen ZDF-Doku dazugeben und zu dieser Alkohollobby, die anscheinend gar nichts versteht. Es gibt 9 Millionen Menschen nur in Deutschland, die einen problematischen Alkoholkonsum haben. Allein davon sind 1,6 Millionen abhängig, auch dazu habe ich mal gehört. Es sterben 74.000 Leute pro Jahr circa im Durchschnitt, nur in Deutschland. Und wie viele Krankheiten entstehen denn durch Alkohol? Ja, man geht davon aus, dass es über 200 sind. Es entstehen also circa 200 Krankheiten nur durch Alkohol. Des Weiteren wird noch der Vergleich mit illegalen Drogen gebracht. Und zwar, wie schon gesagt, über 70.000 Tote entstehen durch Alkohol, aber durch illegale Drogen entstehen nur 2.000 Tote. Allerdings wird auf beiden Seiten meiner Meinung nach die Dunkelziffer natürlich auch noch mit eine Rolle spielen. Dennoch frage ich mich, wie es sein kann, dass ein Nervengift, das das mindestens 35-fache an Toten fordert, dem Gesundheitssystem 57 Milliarden kostet, wobei die Alkoholsteuer nur 3 Milliarden einnimmt, nicht aktiv kontrolliert und eingeschränkt wird. Freunde, es geht in meinen Kopf nicht rein. Das heißt also, Alkohol und Rauchen zusammen, die sind so 100 bis 200 Mal tödlicher wie alle anderen illegalen 100 Drogen, die sonst noch so im Umlauf sind, tatsächlich zusammen. Freunde, und diese Statistiken sprechen einfach klare Zahlen. Ich kann selber davon reden. Das Ding ist, ich habe selber diese Erfahrung mit dem Alkohol gemacht. Alkohol ist einfach dein bester Freund, der dich am nächsten Morgen immer wieder belügt und daraus kann einfach eine unendliche Spirale werden. Und diese Spirale ist so ein Teufelskreis und ja, eine Teufelsspirale sozusagen. Und man wird einfach komplett durch in der Birne. Also ich war richtig psychisch abhängig von diesem ganzen Scheiß. Und ich bin froh, dass das ZDF endlich mal sowas bringt, richtig guten Content mal. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen ganzen ZDF und Politikern und so weiter. Aber sie machen ja dann doch irgendwo auch noch gute Sachen. Und hier ist zum Beispiel mal, hier ist ein Beispiel. Alkohol vernichtet im Gesundheitssystem so viel Geld wie auch die Herzkrankheit. Vor allem 57 Milliarden volkswirtschaftlicher Schaden und nur 3 Milliarden circa wird durch die Alkoholsteuer eingenommen pro Jahr. Genau, wenn die Steuer. Wie besoffen muss man sein, um das für ein gutes Geschäft zu halten? Und Freunde, diese Zahlen sprechen einfach für sich. Es wird Zeit, dass die Leute endlich verstehen, dass Alkoholiker nicht Menschen sind, die nur am Bahnhof sitzen und obdachlos sind, sondern dass es jeder normale Mensch sein kann, auch in eurem Freundeskreis oder erfolgreiche Menschen, die richtig ackern und hart arbeiten, saufen sich vielleicht zu Hause die Birne voll, unkontrolliert, ohne dass sie, also Kontrollverlust, sie saufen ohne Limit und kennen keine Grenze und so weiter, so wie es bei mir auch war. Ich konnte nie aufhören. Ich wollte, dass die Nacht nie endet. Ich meine, jeder normale Mensch kennt das, der das durch hat. Der versteht das zum Beispiel. Die anderen Leute reden das immer so gut und gerade Leute, die noch drin sind, es wird immer gut geredet und ja, mir geht's gut, ich trinke bloß das und das. Ja, es ist. Ich habe auch nicht gemerkt, dass es zu viel ist. Ich fand das normal. Ich fand das normal, mich am Freitag, Digga, ich trinke doch die ganze Woche nicht. Ich finde das normal, am Freitag mir eine Pulle Schluck reinzuhauen und 10 Bier dazu oder so. Es macht doch Spaß, Digga. Und dann am Samstag wieder. Und dann Kater, naja. Aber dass dann auch depressive Phasen, also ich will jetzt nicht Depressionen verharmlosen, aber es waren schon Phasen, wo man wirklich down war. Also wirklich down. Nicht, weil der Kater kickt, sondern weil man einfach im Kopf komplett down war. Es frisst ja alles kaputt in dir. Und ich merke jetzt nach 26 Monaten ohne Alkohol, ich bin so klar in der Birne, ich habe was erreicht. Ich, versteht ihr, was ich in diesen 2 Jahren geschafft habe, wenn ich das in dieser Nüchternheit, jetzt in dieser Nüchternheit, was ich in 10 Jahren hätte erreichen können, das ist unfassbar und es geht in meinen Kopf nicht rein und das macht mich wahnsinnig und ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber. Kritiker sagen ja, dass die Alkohollobby die Politiker viel zu fest im Griff hat. Wie sehen Sie es? Ich kenne keine Alkohollobby. Max Straubinger, Präsident Deutsches Institut für reines Bier e.V., sagt, es gibt keine Alkohollobby. Er ist die Alkohollobby, aber sagt, es gibt keine Alkohollobby. Digga, das ist wie, als wenn die AfD sagen würde, wir haben keine Rechtsradikalen bei uns in der Partei. Aber Sie sind ja Präsident des, sagen Sie es nochmal? Deutschen Institut für reines Bier.
Und Sie sind CSU-Bundestagsabgeordneter. Genau so ist es. Da kann ich auch keine Verquickung erkennen. Nein, gibt es auch keine. Gibt es auch keine. Freunde, Max Straubinger ist übrigens auch CSU-Bundestagsabgeordneter. Und die Alkohollobby trifft sich immer mit der Politik. Ja, der Deutsche Brauerbund hat sich in den letzten Jahren 12-mal mit der Bundesregierung getroffen. Die andere Seite, Gesundheitsschutz, Verbraucherschutz, Antialkohol, was schätzen Sie, wie oft? 200 Mal. Dreimal. Freunde, ich finde es wirklich ekelhaft, wie hier dieses Thema immer so weggelächelt wird. Ich meine, jeder Mensch geht mit Interviews und Sachen, die er vielleicht, wo er nicht direkt eine Antwort drauf weiß, anders um. Auch ich lächle bei diesem Thema hier, auch wenn das ein ernstes Thema ist. Aber man muss eben auch ein bisschen Motivation behalten bei diesem Thema. Das Problem ist, irgendwie habe ich das Gefühl, alle lächeln das so weg. Ein Bier trinkt am Tag oder zwei Bier, dann ist es einfach gesundheitsfördernd. Und ein Tag ohne Bier ist gesundheitsschädlich. Und Freunde, Alkohol ist ein nachgewiesenes Nervengift. Also bei dieser Aussage muss man doch völlig schon von dem Suff verbrannt sein, oder? Im Koalitionsvertrag hatte die Ampel sich ja vorgenommen, Werbeeinschränkungen für Alkohol einzuführen. Das kommt ja jetzt wohl nicht. Hier, Freunde, Johannes macht stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. Hier wird das genannt, was sie vorhatten. Und zwar, die Ampel hatte vor, die Werbeeinschränkungen durchzuführen. Aber es wurde wohl nicht gemacht, wurde hier so angepriesen. Ich bin der Meinung, die Menschen können verantwortungslos mit Bier umgehen. 9 Millionen Menschen in Deutschland haben einen problematischen Alkoholkonsum. 1,6 Millionen sind nachweislich abhängig. Über 70.000 sterben. 57 Milliarden werden im Jahr für das Gesundheitssystem ausgegeben aufgrund der Schäden von Alkohol. Ja, das erscheint mir logisch, doch. Ja, Digga, die Menschen können verantwortungsbewusst mit Bier umgehen. Alkohol, ja, definitiv. Glaube ich, das kriegen die auch so irgendwie. Sie haben ja den Koalitionsvertrag als FDP unterschrieben, ne? Das stimmt. Ja. Da kann ich ja in der Analogie bleiben. Waren Sie da alle besoffen? Freunde, wir fassen mal ganz kurz zusammen. Alkohol verursacht um die 200 Krankheiten. Alkohol ist definitiv nachgewiesen ein Nervengift. Alkohol verschlingt 57 Milliarden Euro, während die Alkohollobby 3 Milliarden einnimmt. Alkohol bzw. die Alkohollobby trifft sich 12-mal mit der Politik, während der Verbraucherschutz sich 3-mal mit der Politik trifft. Es fahren 60.000 Leute im Durchschnitt jeden Tag betrunken auf den Autobahnen und über 100 Führerscheine werden täglich den Leuten entzogen aufgrund von Alkoholkonsum am Steuer. Das ist komplett geisteskrank. Ich finde das so crazy, dass das keinen juckt. Natürlich in Anführungsstrichen keinen juckt. Es gibt natürlich Leute, die es juckt, aber es gibt so viele Leute, die das einfach gut reden und schön und alles ist cool und happy und Alkohol macht doch Spaß und so weiter. Aber dass keiner über diese Nebenwirkungen und dieses Gift redet, weil es überall verfügbar ist und es ist einfach, du wirst so schnell süchtig und es gibt überall Anreize, egal ob das im Supermarkt ist, an der Kasse oder. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich als Betroffener finde das einfach nur gruselig, seitdem ich da draußen bin und den klaren Kopf habe und das alles sehe, ist die Welt einfach nur noch bunt und nice für mich. Aber die Leute, die da drin stecken, ich weiß ja, wie die sich fühlen, weil man lächelt das einfach weg. Und das ist so traurig und gefährlich. Und es muss einfach mehr aufgeklärt werden. Und dafür möchte ich definitiv auch einstehen natürlich. Und ZDF, das ist ein mega Input. Vielen lieben Dank an der Stelle schon mal. Freunde, wo sind jetzt die ganzen Schwurbler, die sonst immer gegen den Staat demonstrieren, während der Staat nachweislich die Alkohollobby fördert mit Werbung und allem drum und dran, um die Leute zu vergiften? Denn Alkohol ist ein Nervengift. Und vor allem über 70.000 Tote jedes Jahr fordert. Nein, wir reden nicht von Bahnhofspennern, wir reden von Leuten wie du und ich. Das liegt auch nicht am Alter oder sonst was. Es ist doch krank. Es ist doch krank, dass man das schönredet. Es geht in meinen Kopf nicht rein. Und vor allem erklärt mir, was das für Vorteile für den Staat hat, wenn er 54 Milliarden Minus daran macht. Dann, Freunde, gab es noch eine Stelle im Interview, wo der Alkohol gut geredet wurde. Aber dann kam die Konterfrage. Warum ist es jetzt so, dass unabhängige Wissenschaftler sagen, dass die Alkoholindustrie Einfluss auf diese Studien genommen hat? Das ist einfach nur Neid. So sprechen Menschen, die natürlich in ihrer eigenen Bubble leben und von diesem Produkt leben, meine Damen und Herren. Das Ding ist, genauso war es bei den Zigaretten früher auch. Früher wurden die Zigaretten auch in die Luft gehoben und sonst wie geil, ja, Rauchen verlängert das Leben und so weiter. Mit dem Marlboro-Mann und was es da nicht alles gab. Ich bin leider nicht so alt, dass ich mit in dieser Zeit so das so aktiv erlebt habe.
Aber Freunde, ihr müsst euch das mal vorstellen. Guys, that's crazy. Bitte, wenn ihr ein Problem habt, lasst euch helfen und redet mit euren Angehörigen, redet mit eurer Familie. Wenn ihr jetzt mit, keine Ahnung, anderen Leuten nicht reden wollt, aber macht es bitte für euch selber. Es ist nicht für die anderen. Ihr seid nicht uncool, wenn ihr keinen Alkohol trinkt. Ihr seid cool, wenn ihr keinen trinkt. Ja, ihr seid cool, wenn ihr keinen trinkt. Es ist so, macht es bitte. Ihr werdet viel mehr aus eurem Leben machen. Euer Leben ist viel bunter. Ihr braucht dieses Zeug nicht mehr. Überlegt mal, ihr seid unabhängig von Alkohol. Ihr braucht es nie wieder. Ihr braucht euch nie wieder einen Kopf machen, wo kriegt man das Zeug her. Denn ich habe es auch gerade gesagt, ich habe mir immer in den Kopf gemacht, wo kriege ich das Zeug jetzt her? Ich bin auch nur auf Partys gegangen, um zu trinken, nicht um Leute zu treffen. Das ist krank. Und so ist es immer. Wenn es auf der Party keinen Alkohol gäbe, würdest du nicht hingehen. Du trinkst das Bier nicht, weil es schmeckt. Nein, du trinkst das Bier, weil Alkohol drin ist. Genauso ist es mit dem Schnaps auch. Leute sagen immer, der Schnaps schmeckt. Er schmeckt nicht. Dann trink ihn ohne Alkohol, wenn er dir schmeckt. Es geht nur um den Wirkstoff und nicht um den Geschmack. Ich habe das so oft durch. Und ich brauche es nicht mehr weg. Ich brauche es nicht mehr weglächeln, denn es ist weg. Ich habe es hinter mir. 26 Monate clean. Ich bin fucking stolz auf mich. Ein Glück habe ich die Scheiße durch und jeder kann es schaffen. Aber Freunde, wenn ihr noch mehr Banger-Aussagen sehen wollt, dann checkt jetzt das Video vom ZDF aus. Ist auch ein bisschen Promo hier an der Stelle. Es ist so eine geile Arbeit, die da drin steckt. Und ein alkoholfreier Malle-Hit wurde dort auch produziert. Schaut es euch an, es ist wirklich sehr interessant. Ich weiß, ich lache dabei auch immer, aber ich bin eben froh, dass ich davon weg bin und ich hoffe, dass ich wenigstens irgendwie Leute motivieren kann, weil ich hatte wirklich, man sieht es hier auf dem Kanal auch noch, was der Alkohol hier für Auswirkungen hatte und in dieser Vergangenheit auf dem Kanal sieht man das und in was für einer Bude ich gehaust habe und so weiter und so fort. Wer meine Story mitverfolgen möchte, kann gerne hier auf diesem Kanal ein Abo dalassen, kostenlos selbstverständlich und kriegt immer ein bisschen Content, auch ein bisschen Real-Life-Content. Wir kochen auch mal in der Küche hier oder sowas. Wir machen so ein bisschen Live-Leben. Dies, das. Seid am Start. Danke. Ehre. Danke, Shane. Auf Wiedersehen.